Und einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator, wo wir uns jetzt erstmal die Landschaft von Kansas City mal zu Gemüte führen, ja, indem wir diese kleine Stadtrundetour da mitmachen, zu denen sie uns verleiten wollen, mit dem wunderschön grünen Symbol, was sich so lange dreht, bis irgendeiner kotzt. Boah, Marine, boy. Ich bin ein Gott. Ah. Weil gerade der Ladebalken braucht die ganze Zeit so lange. Das wäre ja. Holy shit. Holy shit. Oh. Das sah letztens aber anders aus. What the fuck, dude? Wow. Das hat nicht mal Atmosphäre. Witzig, wie es hier Atmo-Geräusche gibt, obwohl wir gar kein Auto langfahren. Außer der eine, der kleine Wagen da. Klingt wie, als wenn der Highway wäre, der stark befahren ist, aber das ist egal. Alter, was ist das für ein Nebel? Schon wieder. Also mit den Ambienten haben die ein bisschen übertrieben, ne? Das Nebel. Holy shit, boy. Alter. Oh, gut, hier fehlt das Laufgestell. Ja, wenn ich mal so runter guckst, du siehst ja gar nichts mehr. Alter, ist das ein dichter Nebel. Holy Wackamoli. Da ist das schon echt. Da ist das schon echt krank. What the fuck, dude? Ich komme gerade vor wie so ein Fühlbahner, der auf irgendwelchen verlassenen Gebäuden rumklettert. Ha. Alter. Das ist ja schon. Also an den Nebeleffekten haben sie echt rumgeschraubt. Das sieht ja so. Das sieht so krank aus. Das ist ja schon fast Atmosphäre wie in richtigen Horror-Games. What the fuck, dude? Oh mein Gott. Ich meine, look at this. Wenn das kein Ambiente ist, den will ich aber auch nicht. Gibt es ja noch schöne Aussichtspunkte? Oh, hier drauf. Alter. Das ist kranker Bullshit. Das ist purer Horror. Ja, kann man natürlich mit der Kamerafahrt jetzt vergessen, weil so siehst du ja nichts. Ich meine, wir draußen vielleicht witzig, können wir mal machen. Aber ich glaube nicht, dass wir hier viel erkennen werden. Kansas City. Ha, voll der Ghost Town. Okay, wir blockieren ein bisschen die Straße. Ah, das ist schon krass. Auch die Ambiente, die Musik ist so gerade so ein bisschen horrormäßig. So ein ganz kleines bisschen.
Das ist krass gewesen, Alter. Das ist, ja. Das ist Next Level Shit. Alter, aber sowas von. Holy Wackamoli. Ich glaube, wir gehen erstmal pennen. Und hoffen dann mal, dass der Nebel weg ist. Damit wir die Szene hier dann nochmal gucken können, ohne Nebel. Alter, aber guckt euch diese, Alter. Alter, ist das krank. Ist das krank. Ja, schon cool. Ich glaube, ich nehm gerade die Laterne mit. Oh, knapp. Sehr knapp. Ich will gar nicht schlafen, ich will irgendwie noch mehr ein bisschen hier diese Atmosphäre mitnehmen. Traurig ist nur, wir müssen halt schlafen, weil Bett ist schon blau. Alter, aber guckt euch das an. Vor allen Dingen halt auch, dass gerade jetzt rein zufällig auch die Straßen alle wie leer gefegt sind. Ich meine, hier fährt mal ein Auto lang, da mal ein Auto, aber so mal groß und ganzen diese Stille, diese. Das ist Horror-Game-Niveau. Das ist so richtig Abfuck. Guckt euch das an. Hätten die Frau dreht sich halt gleich um und guckt direkt in die Kamera? Okay. Nee, ich hab mich ja immer so aufgeregt, so bei so Spielen. Die wurde so mit zur Sichtbegrenzung mit so einem Fog-Effekt arbeitest, wo es dann aussieht, wie als wenn die Bäume dann so ausgeschnitten wären und dann der Himmel aber wieder komplett normal aussieht und dann wirklich am Horizont immer so eine scharfe Kante hast, wo du halt siehst, das ist einfach nur ein billiger Grafikeffekt. Und eben auch viele Horrorspiele arbeiten genau mit diesem Effekt, weil es halt leicht zu implementieren ist, wo es einfach richtig scheiße aussieht dann letztendlich. Aber das hier, what the fuck, Alter. Oh, die steht einfach nur rum. Jetzt ist der Horror komplett. Ja, die stehen auch nur rum. Achso, ich komme auf, ja, ich hab die F1-Taste gedrückt. Never mind. Ja, also das ist wirklich, das ist. Boah. Das. Gerade auch, dass doch hier wirklich so immer noch diesen hellen Effekt hast, weil da die Sonne an der Stelle ist, ne? Wenn du dich so rumdrehst, wird sich halt dunkler. Wenn du hier guckst, wird es richtig geblendet, obwohl du halt nichts erkennst. Das ist. Alter, das ist einfach zu gut. Ich bin gerade echt. Also. Das ist. Das ist einfach zu geil, gerade. Also ist ja genau so. So wie die Kanten da hinten sind. So sieht es halt bei vielen Horrorspielen aus. Weil dann halt die Skybox wieder normal ist. So. Aber das halt, ja. Aber so. Holy shit, Alter.
Das ist einfach too much. Warum? Ich wusste gar nicht, dass ich jetzt gerade hier Silent Hill spiele. So, warum? Was hier los? Vor allen Dingen, warum kann ich schlafen? Ja gut, ich meine, wer kann auch bei dem Horror schon schlafen hier? Das ist ja Next Level. Ich würde schon gerne schlafen. Wir müssen uns wieder hier eine sehr gemütliche Position suchen. Bis wir eine Position gefunden haben, ist es bereits wieder Tag. Ich hasse für diese Werkstatt. Hier Schlafplatz zu finden mit Auflieger ist quasi unmöglich. Jedoch. Alter, sehr geil gemacht. Sehr, sehr geil gemacht. Also, Respekt. Das, ja, also, ne, Oberbegriff Wettereffekte haben sie echt krass umgesetzt. Sowohl was den Nachthimmel angeht, gerade bei klarem Himmel, als auch jetzt hier mit dem Nebel, das ist sowas von surreal. Was ist? Achso, das ist die Ampel, die wir mitgenommen haben. Ups. Hat die gerade noch geleuchtet? Ah ne, das ist unsere Scheinwerfer, die da leuchten. Ja, wir einfach durch. Ja klar. Wir kriegen garantiert 95% Schaden, wenn wir da drüber fahren. Und für die existiert den gar nicht mehr. So. Wenn wir mal gucken hier. Wir können uns weitere LKWs kaufen. Ha. Dann machen wir das direkt mal. LKW-Händler. So, aber Peterbilt. Ja, wollen wir das gucken. Online kaufen. Die drei hatten wir. Das heißt, wir müssen jetzt noch den hier kaufen. Da irgendwo, genau. Und dann noch den schwarzen kaufen. So, nein, da. Bam. So, dann brauchen wir jetzt noch zwei Mitarbeiter, ein Weibchen und ein Männchen. Damit die dann auch wirklich wie die Kanickel. Was? Ja, aber schon mal nur Männchen. Wie sieht es denn hier aus? Hier haben wir drei Weibchen. Das ist doch schon mal ganz praktisch. Hier haben wir wieder nur Männchen. Ah, nee, ein Weibchen. Und hier haben wir wieder nur Männchen. Also, gucken wir mal kurz, wie die Bewertungen aussehen. Hier war hochwertige Fracht. Gar nichts. Fragile Fracht. Also eher hochwertig, würde man sagen. Hier haben wir auch gar nichts. Hier haben. Also, das sind die Männchen. Also die Ausbeute ist jetzt nicht so geil, würde ich mal sagen. Ich würde dann tatsächlich erstmal nur den hier einstellen und damit der Frau erstmal warten. Oder stellen wir einfach. Ich weiß halt nicht. Ah, machen wir hier Fernfahrer. Hochwertige Fracht. So. Oh, sind wir zweimal. Oh nein, was haben wir den Roten gekauft? Das ist aber hässlich. So, du bekommst einen gleich schwarzen LKW. So. LKW eine Archer. So. Oh, Konfiguration kopieren. Und zwar auf dich. Wieso kann ich nicht bestätigen? Hä? Warum sind die... Ach, was ist hier jetzt hier sortiert, sag mal? Warte. Irgendwas sollte nicht enden. Ich dachte, die Liste ist genauso sortiert wie die hier. Gut, dann müssen wir mal gucken nach Daniel Wow. Konfiguration kopieren. Daniel. Diese scheiß Tooltips. Da. Nein. Warte. Wir haben Peterbilt. Und wir haben noch ein Peterbilt.
Warum kann ich nicht die Konfiguration von dem zu dem kopieren? Verstehe ich jetzt nicht. Das sind doch beides Peterbilds. Also muss ich doch dort die Konfiguration 1 zu 1 kopieren können. Wenn ich jetzt einfach sage, alles, habe ich denn dann die LV? Ne. Das sind meine ganzen Peterbilds, genau. Ja, nevermind, Leute, klar. Ich kann natürlich nicht eine rote Lackierung zu einer roten Lackierung ändern. Ich muss erstmal einen schwarzen auswählen. Den muss ich auswählen. Weil, klar, wenn ich natürlich die rote Lackierung kopieren möchte, dann zeigt er mir natürlich keine roten LKWs an, weil die haben bereits die Lackierung. So, da würde sich also nichts ändern. Aber eben, ich will schwarz haben. Das heißt, ich muss seine Konfiguration kopieren. Und jetzt müsste ich auch, aha, siehe einer an. Da haben wir es ja. Aber ich kann es immer noch nicht machen. Achso, ja, ich muss hier knacken. Jetzt. Voila. So, schon haben wir einen schwarzen LKW. Yay. Das war ja mal wieder. Gut. Gut. Ja, Dummheit und so. Das ist schon hart. In meiner Haut zu stecken. Das schafft nicht jeder. So, die Frage ist, was machen wir jetzt eigentlich? Wir haben gerade grün. Das ist sehr praktisch. Frachtmarkt. Wir... Haben wir noch irgendwas nach Kansas? Ja. Nein, das ist nicht hier überhaupt noch nicht. Können wir das doch direkt machen. Mehl. Let's do this. Ja, deine Mutter. Duzis. So, dann wollen wir mal ein bisschen Musik anmachen. Gut, auch wenn sich das jetzt für die 10 Minuten nicht mehr lohnt, eigentlich, aber egal. Wenn wir fahren, brauchen wir Musik. Ist das Coca-Cola? Lol. Ist ja süß. Wer ist denn Coca-Cola hier? Flavor! Was auch immer das da. Der Flavor. Was ist das für ein Buchstabe? Na. Irgendwas mit Flavor. Als ob Cola einen Flavor hätte. wo ist der Punkt? Hey, wo ist denn der Punkt? Sag mal. Warte. Hier ist direkt das Logo. Das heißt, hier müsste auch eigentlich der grüne Punkt sein.
Nicht, dass es hier genauso ist wie bei dieser einen, oben in, sag schon. Hier, Dings so. Genau, Seattle. Wo hier am Hafen, da genau an der Stelle, auch immer das Logo fehlt. Nicht, dass es hier genauso ist. Vielleicht crashen wir ins Auto? Weiß nicht, wie das Auto halt überhaupt nicht bremst. Ich rolle gerade und schieb dabei zwei Autos weg. Alter, wie viel Kraft habe ich denn eigentlich? Digga. Ich schieb die beiden einfach weg, als wenn nichts wäre. Gut. Ja, also das mit dem Logo hat sich dann wohl erstmal erledigt. Ich versuche mal einmal rumzufahren, in Hoffnung, dass ich quasi damit weit genug wegkomme, dass es dann wieder appeared oder sowas. I don't know. Ich habe keine Ahnung. Kann man hier schon eine Schlaufe fahren? Nee, kann man nicht, so eng. Ah, siehst du, jetzt ist das Logo wieder da. Das ist so ein seltsamer Bug immer. Was versuche ich hier gerade? Ganz kurios. Ich sehe normalerweise, bumm, kommt das auf und wenn ich wieder wegfahre, bumm, kommt es wieder da. Ist es etwa gar kein Bug, dass die Fläche dort defekt ist, sondern dass es ein allgemeiner Bug ist? Dass unter bestimmten Sternkonstellationen diese Icons verschwinden? Oder löse ich das mit irgendeiner Aktion aus, die ich davor mache oder so? Sehr interessant. Sehr interessant. So. Wir müssen... Wo müssen wir denn hin? Hallo Vorarbeiter, wo ist mein Parkspot? Please, tell me. Aber wo muss ich jetzt hin? Ach, da hinten. Ach, guck mal, der LKW ist ja gerade einfach despawned. Lol. Das ist ja interessant. Das geht also auch, dass die LKW dann einfach despawnen, wenn da Parkbereich ist. Oh, das wird nie im Leben was. Na, ah, geradeaus durch kann ich leider nicht. Das ist aber ja schon eng. Weil ich muss auf die Gleiter gerade ziehen, damit er als geparkt gilt. Hier den Auflieger gerade zu ziehen. Ah, viel Spaß dabei. Muss ich eher ein bisschen rangieren. So, und diese Kackhaus. Alles hier so eng, sag mal. Wer baut denn sowas? So, gefällt mir schon besser. Gut schön. Ja.
Bam. Okay. Dann würde ich mal sagen, nächste Folge ist ausliefern. Von daher, bis dann.